Hallo, das ist ein weiteres Video, um die Zeit der Corona-Ausgangsbeschränkung zu überbrücken. Und ich möchte am Anfang jetzt nochmal einen kurzen allgemeinen Hinweis geben. Ich erkläre sehr viel in diesen Videos, die ich zurzeit mache. Das ist, weil halt auch Leute zuschauen, die noch gar nicht lange bei mir trainiert haben oder eventuell sogar Leute, die noch nie Aikido gemacht haben. Und da ist mir das wichtig, dass man weiß, um was es geht und auf was man Acht geben muss, auch dass man sich nicht verletzt bei den Übungen, die wir machen. Beim normalen Training, wenn keine neuen Leute da sind, dann gibt es auch immer wieder lange Phasen, wo konzentriert und in Stille geübt wird und niemand spricht. Und ich auch noch zwischendrin einfach Hinweise gebe und was vormache. Dabei wird natürlich geredet. Also wenn ihr das auch mal so machen wollt, wenn euch dann klar ist, was ich sage in den Videos, dann schaltet einfach mal den Ton ab und dann ist da auch Ruhe und dann könnt ihr das einfach daheim genauso mal machen. Also es ist jedem selbst überlassen, macht es so, wie das für euch am besten passt. Wir fangen auch an mit dem Verneigen jetzt. Und heute ist das Thema Vorwärtsrollen. Ich werde deswegen bei den Aufwärmsachen auch einiges anders machen als in den vorherigen Videos. Macht es einfach mal mit und guckt, was ihr davon habt. Ja. Ich setze mich gleich mal so schräg, dass ihr alles gut seht. Ein bisschen ausschütteln. Und dann mal die Fußgelenke kreisen, also ruhig so groß wie möglich. Es ist auch wichtig, dass die Fußgelenke wirklich beweglich und gedehnt sind. Umso besser ist dann auch der Kontakt zum Boden, umso sicherer steht man. Immer die Füße so anziehen, soweit es geht, und dann ganz lang machen. Ein paar Mal wechseln. Und dann mal versetzt. Füße so aufstellen, hinten abstützen und Knie rechts, links ablegen. Und ein bisschen weiter nach hinten gehen, die Füße anheben. In der Mitte bleiben, die Beine mal ausstrecken und langsam ein bisschen sinken lassen, wieder anheben. Wieder zurücknehmen, bleiben in der Luft und die Bewegung ein bisschen weiterlaufen lassen. Dann die Füße aufstellen, etwas auseinandernehmen, dass die Hüften auch gut reingedreht werden, gedehnt. Gut, dann mal aufstehen, Füße so hüftbreit oder breiter. Und wir machen ein paar Kniebeugen, guckt, dass die Knie gut über den Füßen ausgerichtet sind. Geht so weit runter, wie das für eure Knie jetzt okay ist. Oder wenn sich die Fersen ein bisschen anheben, ist auch okay, kein Problem. Jeder macht, wer kann. Wichtig, dass der Oberkörper entspannt bleibt. Das bewegt ruhig die Arme einfach ein bisschen unterschiedlich mit. Gut, ein bisschen ausklopfen. So, wir gehen wieder zum Boden, machen mal Liegestützen. Auch wie ihr könnt, also entweder aus der Position oder wer das nicht kann, einfach die Knie aufsetzen lassen.
gut. Alternativ ist auch eine gute Übung, Plank eine Weile zu halten. Oder beides. Und dann Schulter ein bisschen kreisen. Und dann mal die Handflächen hinten so aufeinanderlegen, verschränken. Und nach vorne, nach unten gehen, ausatmen. Ein paar Mal ruhig. Also dass der Schulterbereich auch trotzdem gedehnt bleibt. Gut, wir gehen wieder zum Boden. Und dann mal gleichzeitig die Arme und die Beine heben. Mal halten, ruhig wieder sinken lassen, also so machen, wie ihr könnt. Gut, jetzt kommen ein paar kleine halbe Rollen, um die Gegenbewegung von der Wirbelsäule wieder zu haben. Und andere Seite. So, kann man so zum Sessel kommen und Knie sitzen, wenn es nicht geht länger. Schneidersitz ist auch okay. Und ein bisschen Kopf rechts, links. Und hinten vorne. Und jetzt eine bewegen, also für den Armbereich, Handgelenke. Mal die rechte Hand so heben, dass ihr auf den Handrücken schauen würde. Die andere Hand greift von oben, die Fingerseite ist oben. Und dann etwas drehen im Handgelenk. Und nach vorne gehen dabei. Nicht so, dass der Arm ganz lang wäre, sondern wenn ihr so auf eure Arme guckt, dass es so im Kreis bleibt. Und dann mal die andere Seite. Kleine Fingerseite oben, von oben drauf greifen, gut Kontakt. Und jetzt ist nochmal abwechseln, auch als Atembewegung. Nach oben gehen, über den Kopf lösen und dann die Seite wechseln. Einmal noch. Ein bisschen ausschütteln. So, und wenn wir jetzt zu diesen kleinen Rollen gehen, das ist eine Bewegung, also einmal die kleine Rolle, natürlich auch die größere aus dem Stand dann oder wenn man fällt. Eine Bewegung, bei der eine gesunde, natürliche Körperspannung sehr hilfreich ist. Deswegen habe ich da jetzt auch einige Übungen reingemacht für Muskelaufbau, also Beine, Rücken, Bauch, Oberkörper. Wenn ihr jetzt eher das Gefühl habt, ihr braucht trotzdem noch ein bisschen Dehnung, macht es ruhig. Das muss einfach jeder sehen, was er selber auch braucht. Es ist natürlich wichtig, nicht zu steif zu sein, aber auch nicht zu schlaff. Und jeder Mensch ist ein bisschen anders. Manch einer muss mehr im Muskelbereich was machen, mancher muss mehr an seiner Steifheit arbeiten. Und für die Rollbewegung, wie gesagt, ist gutes Körpergefühl, gute Körperspannung wichtig. Und Muskelaufbau und trotzdem geschmeidig bleiben ist auch kein Widerspruch. Also beides ist wichtig.
und versucht auch zu spüren, was ihr braucht und vielleicht da dann schwerpunktmäßig auch ruhig auch mehr zu machen. Okay, ich mache jetzt mal eine kleine Rolle vor. Also ich sitze jetzt so im Dreieck. Das Bein zeigt dahin, wo ich mich auch hinbewege. Da schaue ich auch hin. Das andere Bein ist quer dazu, die Zehen sind aufgestellt. Und ich bringe jetzt die Hand mal zum Boden. Ich könnte mich abstützen. Also das heißt, der Arm ist nicht steif, aber auch nicht so, dass er jetzt einfach total schlaff nachgibt. Und ich stütze mich natürlich nicht ab, sondern ich gehe jetzt mit der Hand ein bisschen weiter so auf mich zu, hier so schräg, dass ich hier Kontakt zum Boden kriege. Ich gebe das Gewicht an den Boden, die andere Hand stützt, dieses Bein schiebt ein bisschen schon. Und die Schulter kommt weiter runter, entweder bis zum Boden oder auch nicht, das ist egal. In dem Moment, wo ich dann hier lang rolle, dreht der Kopf sich auf die Seite, dass er die Matte nicht berührt. Und dann komme ich so auf, das Bein ist immer noch vorne, das würde ich jetzt wieder zum Boden bringen und hier in die Richtung weiter rollen. Ich rolle aber die gleiche Seite nochmal zurück, dass ihr es von mir auch nochmal seht. Also hier Zehen aufgestellt, unter den Pollen. Der Fuß ist in dem Moment, wo ich hier lang bewege, flach. Und dann würde ich die Zehen wieder aufstellen. Also das ist das, was wir jetzt zuerst mal machen. Und schaut, dass ihr um euch herum genug Platz habt. Wenn ihr noch nicht so klar seid, geht es jetzt gut geradeaus. Manchmal fällt man ein bisschen zur Seite um. Schaut, dass da nichts im Weg ist und nehmt auch eine Unterlage, eine Matte, den Teppich, dass ihr nicht auch einen richtig harten Boden rollt, weil da merkt man am Anfang die Ecken dann doch sonst ganz schön. Und schaut euch die Bewegung ruhig ein paar Mal an. Ich mache die noch vor und erkläre die auch noch ein bisschen und dann kann man dieses Hin- und Herrollen auch zu Hause üben, weil es am wenigsten Platz braucht, als wenn man jetzt wirklich eine Rolle nach der anderen macht. Also ich zeige euch nur so. Rechts ist jetzt vorne. Ich komme so auf und dann kippe ich das Bein hier rein und das andere in die Richtung, wo ich hin zurückrolle. Also jetzt links vorne und jetzt rolle ich mit der Seite wieder zurück. Und ich zeige das jetzt auch nochmal von der Seite und von der anderen. Also so sitzen, runtergehen, das Bein schiebt ein bisschen, so abrollen, drehen und den gleichen Weg wieder zurück. Da ruhig dann auch ein paar hintereinander machen, gut in die Bewegung reinkommen. Wenn es jetzt relativ neu ist und ihr merkt, ihr werdet ein bisschen schwindelig, macht Pause, das ist eine Bewegung, da muss sich der Körper, die ganze Körperwahrnehmung natürlich auch erst dran gewöhnen oder dass es wirklich rund wird. Was auch helfen kann, ist, wenn man das jetzt einmal sich mental vorstellt, ich roll jetzt dahin, ich komme da an. Ich mache die Bewegung gerade, ich habe so ein Halten, dass ich gerade bleibe. Also das auch visualisieren. Manchen Leuten hilft es, manchen weniger. Also da müsst ihr auch wissen, was ihr dann am besten braucht, um da gut reinzukommen. Das ist nur ein Vorschlag. Und also das ruhig dann einige Male hin und her machen, so wie ihr denkt, ihr könnt jetzt. Also ihr dürft ruhig mehrere Bewegungen machen und nicht nur jetzt zwei oder drei. Das kann man ruhig öfter machen. Hinschauen, wo die Bewegung hingeht und in dem Moment, wo ihr das braucht, den Kopf auf die Seite legen. Gut. Und wir gehen jetzt auch dann zu Rollen aus einer höheren Position, also aus dem Stand. Dabei ist auch wichtig zu wissen, also für die Kleinen und für die aus dem Stand auch, das, was wir jetzt hier üben, das ist eine Bewegung, die mache ich jetzt alleine. Das machen wir auch oft am Anfang vom Training so. Das heißt, ich übe das, geradeaus zu rollen, dahin zu rollen, wo ich hin will. Ich könnte auch die Richtung natürlich ändern, machen wir jetzt hier nicht und hier daheim am besten auch nicht. Aber das ist eine Bewegung alleine. Da gibt es noch eine andere Stufe. Wenn ich mich irgendwie bewege und stolper oder falle drüber oder falle vom Fahrrad,
und muss abholen, dann ist es ein fremder Einfluss, der mich zum Fallen bringt und wo ich dann auch spüren kann, wie rolle ich jetzt ab, ohne mich zu verletzen. Also nicht mit dem Handgelenk zum Boden gehen und das Handgelenk brechen oder sowas, sondern rund sein, den Kopf schützend abrollen, dass man sich möglichst wenig verletzt dabei. Das ist also der Hintergrund davon. Und beim Training ist natürlich die Übung, wenn ich mit Partner übe, jemand anders nimmt mein Gleichgewicht, bringt mich zu Fall. Entweder nur mit der Energie, in der ich reingehe, oder es kommt auch noch Kraft dazu vom anderen. Es kann beides sein, je nachdem, wie dynamisch das ist. Und da ist dann das Wichtige, also wahrzunehmen, wie greife ich an, was macht der andere damit, wo geht es hin, wie geht es zusammen. Und das ist natürlich das Spannende dabei, das zu üben, also wirklich in jedem Moment zu spüren, was passiert jetzt gerade. Ne? Wirklich auch ganz drin aufzutauchen, nicht drüber nachzudenken, was muss ich machen, wie muss ich rollen. Das funktioniert nicht, das ist es. Das muss man dann wirklich mit dem ganzen Körper spüren. Und dafür muss man es natürlich auch üben. Aber die Voraussetzung ist natürlich erstmal auch alleine rollen zu können. Und das ist es, was wir hier jetzt auch daheim üben können, alleine. Ich mache jetzt mal aus dem Stand vor, das heißt, ich stehe jetzt auch klar auf meiner Linie, schaue dahin, wo ich mich hinbewege. Ich gehe, also geht ruhig so weit runter, beugt die Beine, dass er mit der Hand schon zum Boden kommt. Also jetzt nicht jetzt groß springen anfangen oder sowas. Erstmal wirklich sicher die Bewegung üben. Die andere Hand stützt auch und die Bewegung läuft dann hier lang. Hier über den ganzen Arm bis zur Schulter und dann hier schräg über den Rücken, dann komme ich im Beinbereich wieder auf. Und ich gehe dann im Moment auch mehr in den vorderen Fuß rein, der hintere schiebt ein bisschen, verliere dann auch den Kontakt zum Boden und dann beginne ich nach vorne zu fallen. Dann komme ich so wieder auf. Auch hier, mal gucken, ob das hingeht. Auch hier ist der hintere Fuß untergeschlagen und dann stehe ich wieder auf und setze den. Also auch da sehr wichtig, eine Unterlage haben daheim. Wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr wirklich gut geradeaus kommt, dann noch mehr Platz als jetzt bei den Kleinen, dass da nichts passiert. So. Jetzt komme ich so auf und würde auch normal mich in die Richtung weiter bewegen, wenn ich nichts anderes vorhabe. Aber ich mache jetzt mal eine Bewegung vor. Da kann man dann auch hin und her bewegen. Das heißt, ich mache jetzt mit dem vorderen Fuß eine andere Bewegung, als ich normalerweise mache. Ich setze den so rein und dann drehe ich mich gleich, dann stehe ich andersrum und kann in die Richtung rollen. Und das mache ich jetzt so ein paar Mal hin und her. So drehen und dann in die Richtung ausrichten. Und das ist eine gute Möglichkeit, dass man so im Raum hin und her bewegen kann und möglichst wenig Platz braucht und sich aber trotzdem konditionell auch ein bisschen da reinlassen kann. Also wenn ihr daheim so viel Platz habt, macht es ruhig. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, kleine Rolle üben oder Halbbruch ist genauso gut auch. Ne? Also das muss jeder dann einfach beurteilen, wie das geht. Also ich mache das jetzt ein paar Mal hin und her und zähle auch mal mit. Also so, dass ihr seht, wie wir es beim Training also dann auch manchmal üben. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. So, dann kann man auch ein bisschen ins Schnaufen kommen. Und wenn jemand jünger ist, fitter ist, darf natürlich mehr als 20 Rollen machen, darf am Anfang auch mehr Kniebeugen, Liegestützen machen, also da einfach darauf achten, was ihr braucht, was ihr wollt und die Übungen so nutzen, dass ihr die dann auch im Training mit den Rollen machen könnt. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, wenn ihr jetzt wieder rollen könnt.